einen schönen guten Tag. 9 vor 9, lieber Dominik, um kurz nach 1. Nein, wir faken nicht, sondern wir haben auf deinen Terminplan und auf Lars Terminplan Rücksicht genommen und senden ausnahmsweise nicht dienstags, sondern mittwochs um 1 Uhr, kurz nach 1, aber anlässlich eines sehr aktuellen Themas. Erstmal herzlich willkommen, Dominik Bredel, mein Kollege von Kindrill. Gleich auch hier der Disclaimer: Wir arbeiten beide für Kindrill. Das ist aber keine Kindrill-Werbesendung, sondern das ist unser kleiner, feiner, von Lars und von mir gehosteter Podcast und Videocast 9 von 9. Wir versuchen auch hier nicht zu viel Werbung zu machen. Ansonsten, Lars, zeigst du uns dann bitte, genau, die rote Karte. Ne? Möp. Ja. Möp, genau. Lars, welcome back vom Urlaub, ne? Ja, hallo, jetzt darf ich endlich mal sagen, Mahlzeit, passt ja jetzt. Mahlzeit gehabt zu haben. Ja, die Tage ist mir eingefallen, also Lars war im Urlaub und dann kam dieser ominöse CrowdStrike-Vorfall. Da dachte ich, da haben wir doch ein Thema für 9 von 9. Und ich kenne da auch jemanden, der sich potenziell damit auskennt, beziehungsweise ein bisschen tiefer einen Einblick in die ganze Thematik, qua seines Amtes als Security-Leiter, der hier bei Kindrill in Deutschland einbringen kann. Und da sind Lars und ich natürlich extrem dankbar, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr erfahren, auch einen Ausblick entsprechend diskutieren können. Aber erstmal, welcome everybody. Und dann, was ist eigentlich passiert, Lars? Wie hast du es wahrgenommen? Ich habe es ja im Urlaub wahrgenommen. Also ich habe dann so diese ikonischen Bilder gesehen. Die sind ja dann rumgegangen in Social Media, dass, ich weiß nicht, am Times Square, glaube ich, auch und überall in Flughäfen und so überall diese blauen Bildschirme zu sehen waren. Genau, jetzt alle, die zugucken, sehen es jetzt. Blue Screen of Death. Und ich habe es mitbekommen, so ab und zu muss ich ja leider gestehen, dass ich während meines Urlaubs auch mal bei uns so gucke, was bei der Arbeit so los ist. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Microsoft Laptops haben, und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Macs haben. Ich habe Mac selber, aber ich war ja nicht bei der Arbeit, aber ich habe durchaus mitbekommen, dass einige bei uns morgens sich einloggen wollten, und da gab es eben diesen Bluescreen. Also auch wir in der Agentur sind teilweise von diesem Problem betroffen worden. Und was passiert ist, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, es gibt eben CrowdStrike, das ist eben eine Art Antivirenprogramm, da kannst du, Dominik, wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Und ja. Es wurde eben standardmäßig ein Update aufgespielt, automatisiert ein Update eingespielt bei denen, die CrowdStrike nutzen, was sehr, sehr viele sind. Und da ist ein Logikfehler drin gewesen, was dann, wie ich gelesen habe, zu einem der größten IT-Security-Vorfällen geführt hat, die es jemals, oder dem größten sogar, das es jemals gab, wenn ich es richtig gelesen habe. Auch das, Dominik, kannst du vielleicht nochmal verifizieren, aber auf jeden Fall um einiges größer als die üblichen Cyber-Attacken, die wir immer wieder mal gehört haben, die dann eher von Geheimdiensten feindlicher Nationen, wenn man es so sagen kann, dann ausgeführt worden sind. Also wirklich eine große Sache offensichtlich. In der Tat eine wirklich große Sache, und ich glaube, es hat uns an diesem Freitag alle in Atem gehalten und beschäftigt, und wie du schon sagst, sicherlich einer der größten IT-Ausfälle, die es jemals weltweit gab. Wir haben es alle in den Medien auch mitverfolgen können, welche Ausmaße das angenommen hat. Auch viele Kollegen von uns waren betroffen, weil wir hatten eine große Konferenz in dieser Woche, dann freitags beispielsweise nicht nach Hause fliegen konnten. Also da war auch persönlicher Ärger mit involviert. Vielleicht zur inhaltlichen Einordnung, was wichtig zu verstehen ist. Lars, du hast eben gesagt, größter Cyberangriff aller Zeiten. Das war es tatsächlich Vorfall, nicht. Kein Angriff, genau. Cyber-Vorfall, genau. Also es handelt sich im Grunde um keinen jetzt wirklichen Cyber-Angriff, sondern es ist ein fehlgeschlagenes Update, und hier genauer ein Signaturen-Update, was CrowdStrike regelmäßig und ganz nach Plan, wenn sich Angriffsszenarien und Vektoren ändern, auf ihre sogenannte EDR, Endpoint Detection and Response Plattform, ausrollen. Und das Tückische dabei ist, dass das Ganze vollautomatisiert stattfindet und auch weltweit, um eben schnellstmöglich auf neue Bedrohungen zu reagieren. Und das wurde hier zum Verhängnis, dass ein Fehler in diesem Signatur-Update war, der dann dazu geführt hat, dadurch, dass CrowdStrike auch Kernel-Zugriffsrechte auf Windows-Systemen hat, das heißt sehr tief ins BIOS eingreifen kann, dort einen Logikfehler verursacht hat, der dann zu diesem Bluescreen und den zahlreichen Ausfällen geführt hat. Also es war eigentlich ein, ja, wie soll ich sagen,
alteingesessenes, herkömmliches IT-Problem, nichts highly sophisticated und kein Cyberangriff, aber dort sieht man mal wieder, wie wichtig ist, aus meiner Perspektive ist das, was wir auch hier schon ein paar Mal besprochen haben in der Runde, die berühmte Resilienz, also klassische IT-Management-Methoden, IT-Sicherheitsmethoden anzuwenden, um ein möglichst resilientes IT-Betriebsmodell zu haben, um so etwas zukünftig dann vermeiden zu können. Gehen wir mal einen Schritt noch zurück. Also was passiert ist, ist wirklich das, was du gesagt hast. Es sind Flüge ausgefallen, Flüge verspätet worden, die Bahn hatte Probleme, kritische Infrastrukturen hatten Probleme, Krankenhäuser mussten Operationen verschieben. Also es war schon vom Ausmaß erschreckend, muss man so sagen. Es wurde relativ deutlich, wie abhängig wir doch in einer so vernetzten Welt sind, davon, dass die ICT-Systeme entsprechend funktionieren. Man spricht auch von Milliardenschäden, ich glaube, beziffert worden ist es noch nicht, aber ging natürlich schon sofort rund, kann man CrowdStrike verklagen etc. pp. Das soll aber gar nicht unser Thema sein, sondern einfach einmal halten wir uns vor Augen, was da wirklich welche Auswirkungen das entsprechend hatte. Und Punkt 2, wie kann sowas passieren? Ja, du sagst, es ist ein ganz normaler Prozess, auch wir kennen das ja. Gestern kam die Meldung, dass wir unser iPhone wieder patchen sollen, neue Version drauf spielen sollen. Und sowas macht dann auch CrowdStrike. Aber sie haben offensichtlich diesen Patch nicht gut genug getestet, wie man ja auch teilweise nachliest, Dominik. Ja, beziehungsweise auch hier, glaube ich, muss man nochmal unterscheiden. Es war kein herkömmliches Update auf diese Software, die CrowdStrike anbietet, so wie wir das alle kennen, wie du es gerade gesagt hast, ein neues iOS-Update oder Betriebssystemversion etc. Denn das kann man natürlich und sollte man nach herkömmlichen IT-Management-Methoden in Staging-Umgebungen, Produktions-, Test-, Entwicklungsumgebungen natürlich erst ausgiebig testen, bevor man es dann ausrollt. Der fatale Haken hieran war, dass es sich, wie gesagt, um ein Signatur-Update gehandelt hat, was nur eine Veränderung auf neue Bedrohungsszenarien inkludiert. Und diese werden automatisch eingespielt von CrowdStrike zentral. Und da kann der Nutzer oder der Endverbraucher dieser Software auch nichts konfigurieren oder erstmal zurückhalten, sondern das kommt automatisch über die Cloud reingespielt, um eben schnellstmöglich die Bedrohung abzuwenden. Und das hat in diesem Fall leider zu diesem verheerenden Ausmaß geführt. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte CrowdStrike das nicht im Vorfeld intensiver testen müssen und auch testen müssen, ob dieses Signatur-Update zu einem Fehler führt oder ob es einwandfrei funktioniert. Und ich glaube, hier kann nur die eindeutige Antwort sein, ja, das hätten sie tun müssen. Aber nochmal zum Verständnis, weil ich in ein paar Interviews und Artikeln auch mit Security-Experten gelesen habe, dass da durchaus auch eine Verantwortung bei den Anwenderunternehmen liegt, dass die eben nicht, dass man halt normalerweise solche Updates werden erstmal in einer Testumgebung eingespielt, um zu gucken, passt da was nicht, und dann wird es halt im Unternehmen insgesamt ausgerollt. Da hast du jetzt gerade gesagt, dass das bei diesen Updates nicht, also dass das so nicht gemacht wird, also dass im Grunde eine Verantwortung jetzt für diesen konkreten Vorfall bei den Anwenderunternehmen eher nicht liegt. Ja, korrekt. Also diese Signatur-Updates werden automatisiert vom Hersteller eingespielt, und in diesem ganz konkreten Fall hätte der Endanwender da jetzt wenig tun können. Generell gebe ich dir natürlich recht, das, was ich auch sagte, und es haben ja auch schon häufig genug herkömmliche Updates zu solchen Fehlern geführt, dass diese Best Practices, wie du sie gerade beschrieben hast, Entwicklungsumgebung, Testumgebung und dann erst in der Produktion einspielen, das sollte die Best Practice sein. Aber ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen eine, bedingt durch diese gestiegene Bedrohungslage, so ein gewisser Aktionismus in den IT-Abteilungen der Unternehmen verbreitet, dass überall, wo Security dran steht, alles ganz schnell gehen muss und sofort umgesetzt werden muss. Und ich glaube, dieser Vorfall zeigt uns, dass wir da vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen müssten und nicht immer alles, wo irgendwo nur Security dran steht, ungesehen, ungefragt in unsere Umgebung einspielen, sondern auch hier die herkömmlichen Best Practices gelten lassen. Nun war es ja erstaunlich aus meiner Sicht, Dominik. Es ist die Rede von 8,5 Millionen infizierten oder betroffenen Windows-Rechnern. Nun wissen wir alle, dass Millionen Rechner mehr unter Windows entsprechend laufen. Lars, du sagst, bei euch ist das auch vorgefallen. Es ist bei vielen Unternehmen vorgefallen. Es hätte,
ich glaube, CrowdStrike hat eine wesentlich höhere Anzahl an Kunden oder Installationen. Ja? Wieso kann eine so eigentlich kleine Anzahl von Windows-Rechnern in dieser vernetzten Welt dann solche Auswirkungen haben und warum sind da nicht mehr betroffen? Oder wissen wir es einfach nur nicht, Dominik? Ja, also es gab eben diese Einschränkung, dass nur Systeme mit der Windows-Version, ich glaube 7.11 und höher, davon betroffen waren. Das heißt, alle älteren Versionen waren davon nicht betroffen. Und ja, man sieht daran, dass wohl doch an sehr, sehr oder eine vergleichbar geringe Anzahl von Windows-Systemen solche großen Auswirkungen mit sich führen kann, wenn beispielsweise nur ein IT-Schritt in der gesamten Prozesskette nicht funktioniert, sei es der Check-in beim Flug, ja, dann können alle anderen Systeme vorher geklappt haben, aber wenn ich keinen Check-in durchführen kann, dann kann ich eben nicht abheben. Und ich glaube, das zeigt uns, dass eben die gesamte Kette betrachtet werden muss und resilient aufgebaut werden muss, weil ansonsten ja das Gesamtsystem zum Erliegen kommt. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung, auch das habe ich gelesen, dass oder in der Zeit gelesen, dass der Vorfall genau 8,5 Millionen Computer, hast du gesagt, Stefan, dass zum Beispiel bei den Cyberattacken, was das ja nicht war, also bei großen Cyberattacken wie WannaCry und NotPetya, da sind wohl jeweils eine halbe Million Computer betroffen gewesen. Also da sieht man vielleicht auch, dass auch wenn es wenig wirkt, weil wenn man sich bedenkt, wie viele Rechner so es auf der Welt gibt, also Microsoft-Rechner, ist es halt doch immer noch sehr, 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 sehr viel mehr, als es halt bei solchen Cyberattacken dann eben als bei solchen Cyberattacken betroffen waren. Wenn du jetzt mal deinen professionellen Hut aufziehst, Dominik, als jemand, der Security als Business betreibt, ja, wie hast du es wahrgenommen? Wie hat es, man, unser Unternehmen betreibt ja IT-Infrastrukturen für viele Kunden, betreibt auch die Security für viele Kunden. Wie ist das bei uns eingeschlagen? Ja, also ich glaube, wenn man sich unsere Zahlen anschaut, kann man festhalten, dass all diejenigen, die sich in einem professionellen IT-Betrieb befinden, sehr glimpflich durch die Situation durchgekommen sind. Ich kann euch ein paar Zahlen mitgeben. Bei uns waren es weltweit 240 Kunden ungefähr, die betroffen waren und 43.000 Server, auf denen dieses CrowdStrike-Version im Einsatz war. Wir haben in Summe ungefähr 50.000 Stunden dafür verwendet, unsere Kunden wiederherzustellen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und nach 33 Stunden waren wir in der Lage, mehr als 85% aller dieser betroffenen Kunden erfolgreich wieder up and running zu haben. Das heißt, der Impact für unsere Kunden war vergleichsweise gering und ja, schon am Verlauf des Samstags, spätestens am Sonntag, waren alle unsere Kunden wieder voll funktionsfähig und die Probleme, die aufgekommen sind, waren mitigiert. Und ich glaube, das gilt für alle, die sich, wie gesagt, in einem professionellen IT-Betrieb befinden, was uns dabei extrem geholfen hat. Und gleich kommt wahrscheinlich das Map hier vom Lars, dass wir eine Operations-Plattform, die sich Kyndryl Bridge nennt, mit der wir einen sehr, sehr guten Überblick über alle unsere Kundensysteme haben und quasi auf einen Blick sehen konnten, welche Systeme betroffen sind und wo wir agieren müssen. Und das hat uns einfach sehr dabei geholfen, schneller zu sein. Und das ist etwas, was sicherlich jedem zu empfehlen ist, so ein Monitoring-System in welcher Form auch immer zu haben, um schnell zu sehen, welche Systeme sind betroffen und dann kann ich zielgerichtet die Maßnahmen einleiten. Dominik, ich habe auch gehört, dass man hier manuell eingreifen muss, dass man also kaum was automatisiert tun konnte, dass wirklich jemand zum Rechner gehen musste, um gewisse Schritte durchzuführen. Das ist natürlich auch erstaunlich, ne? Wenn man sagt, man hat automatische Managementsysteme, die überwachen, das hast du ja gesagt, das hat auch wohl funktioniert, aber diese Signatur muss dann manuell in Anführungsstrichen beseitigt oder zurückgefahren oder was auch immer war, ne? Ja, in der Tat. Also ich glaube, hier hat so ein bisschen die Security ausgetrickst, wenn ich das so sagen darf. Denn bei sehr, sehr vielen Enterprise-Kunden ist die Konfiguration natürlich so, dass der Endanwender keine Administrationsrechte im BIOS und Kernel hat. Und genau dort hätte ein manueller Workaround dazu geholfen, den Fehler quasi sehr, sehr schnell zu beheben. Aber durch diese Security-Konfiguration konnten das die Endanwender selbst nicht und waren dann auf den Helpdesk und ihren IT-Support angewiesen, der das dann für sie macht. Und die waren dann natürlich in der ja, Konsequenz extrem überlastet,
Es sind Hunderttausende an Tickets dort aufgelaufen und alle zur gleichen Zeit. Was dann noch dazu kam, dass viele Unternehmen keine saubere Priorisierung der Nutzergruppen hatten. Das heißt, ich sag mal, die Person, die jetzt bleiben wir bei dem Beispiel von eben, am Check-in-Schalter steht und ihren Rechner wieder zum Laufen bekommen möchte, die ist in der Warteschleife irgendwie Position 10.000 irgendwas und der Mitarbeiter, der jetzt heute vielleicht keine kritische Tätigkeit hat, nur irgendwie ein paar E-Mails schreiben muss und sein Postfach administrieren, der war dann auf einmal an Position 3, 4. Also das heißt, es wurde keine Priorisierung anhand der Kritikalität A der Systeme und B der Nutzergruppen durchgeführt und das hat dann teilweise auch zu wirklich diesem langen Ausfall geführt. Also sind es im Grunde, vielleicht kommen wir ja gleich mal darauf, was Unternehmen tun können. Ich habe jetzt ja schon zwei Punkte, hast du ja schon genannt, auf die ich gleich nochmal eingehen will. Ich hätte aber vielleicht noch eine Frage vorab. Es ist ja nochmal, wie gesagt, kein Cyberangriff gewesen, was ich aber auch gehört habe, dass es bei solchen Vorfällen auch oft vorkommt, dass sich eben Cyberangreifer sozusagen auf diesen Vorfall draufsetzen und damit und da eben versuchen, diese Schwächen, die halt da sind, zu nutzen. Jetzt mal als ganz banales Beispiel: Es gehen E-Mails rum, hier ist ja Probleme mit CrowdStrike, hier eine Lösung, ne? Klick hier oder öffne diesen Anhang, da siehst du dann PDF oder was auch immer. Siehst du sowas oder gab es sowas hier auch? Weißt du das? Und wie groß ist diese Gefahr, dass es eben dann doch irgendwie eine Verbindung zu Cyberangreifern dann gibt bei solchen Vorfällen? Definitiv, also diese Gefahr war existent. Wir haben einige solcher zielgerichteter Phishing-Angriffe gesehen, die genauso wie du es beschrieben hast, diese Situation ausgenutzt haben und dann beispielsweise den Download auf ein Update für diese CrowdStrike-Version angeboten haben und man sich so dann einen Trojaner quasi reingeholt hat. Also das waren ganz gezielte Angriffe, die diese Situation ausgenutzt haben und das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Oftmals ja, gibt es immer Nutznießer von Katastrophen, so nenne ich es jetzt mal, und das auch im IT, im Cyberraum, und die warten nur drauf, sind dann sehr flink und ja, erstellen zielgerichtete Phishing-Kampagnen, die genau darauf abzielen, diese ja dann auch vielleicht emotional unter Druck stehenden Personen abzugreifen und dann in einen Fehler zu treiben, den man vielleicht so in einer ruhigen Situation auch gar nicht gemacht hätte oder machen würde. Ja, und wenn wir jetzt vielleicht mal zum Schluss dann zu der Frage kommen, was jetzt vielleicht getan werden kann. Du hattest ja am Anfang gesagt, wir hatten ja über das Thema Testumgebung oder eine Umgebung, wo eben solche Updates erstmal getestet werden und dann ausgerollt werden, dass das halt bei solchem Update, wie es jetzt bei CrowdStrike war, konkret noch nicht gemacht wird. Also weil eben angeblich halt Security-Updates vor allem anderen gehen. Ist das so ein Beispiel, was sich vielleicht ändern sollte? Und das Zweite, was du jetzt am Ende noch gesagt hattest, ist diese Priorisierung also wenn er im Vorfall passiert ist, Priorisierung der Bereiche in einem Unternehmen, wo man eben die Lösung dann zuerst einspielen sollte, dass er sich zuerst um die Lösung kümmern sollte. Das wären, denke ich mal, so zwei Bereiche, die sich jetzt vielleicht ändern sollten. Was würdest du da noch sagen? Also erstmal, ist Definitiv, das ich richtig? Und würde. zweitens, welche gäbe es noch? Auf jeden Fall ist genau richtig und ich würde vielleicht noch zwei Punkte dazu ergänzen wollen. Das erste ist, dass man nach wie vor auch an Change Management und IT Service Management Best Practices festhalten sollte. Also genau dieses Thema der unterschiedlichen Stages und Umgebungen, in denen Updates getestet werden, das ist extrem empfehlenswert und nicht in diese Schnappatmung zu verfallen, wenn irgendwo Security dran steht, dann kopflos zu agieren, sondern sich immer an diese Best Practices zu halten. Das sicherlich das Erste. Dann ein zweiten Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, dass wir gesehen haben im übergreifenden Krisenmanagement der Unternehmen, in dem sie sich dann befunden haben, dass oftmals eine Kommunikationsplattform zwischen dem Krisenmanagement und dem Enduser nicht existiert hat. Krisenmanagement ist oftmals dann darauf ausgerichtet, mit der Presse, mit Marketing, mit solchen Instanzen zu kommunizieren, aber nicht mit dem Mitarbeiter. Und diese waren dann teilweise durch die abgekappten IT-Mittel gar nicht erreichbar. Und hier sollte nochmals geprüft werden. Dort gibt es schon seit Jahrzehnten Anbieter am Markt, die solche Kommunikationsplattformen anbieten für Krisensituationen, um sicherstellen zu können, dass ich beispielsweise eine Arbeitsanweisung, einen Hinweis und sonstiges an meine Mitarbeiter geben kann. Ja, das
zweitens, und dann ist mir noch ein dritter Punkt eingefallen, sicherlich auch das Thema Wiederherstellungsfähigkeit, also dort auch zu überprüfen, ob das eigene Unternehmen in der Lage ist, einen so groß angelegten Ausfall selbst zu handeln. Und wenn nicht, gibt es dort natürlich auch Anbieter, wie beispielsweise auch eine Kyndryl, die unterstützen können mit Wiederherstellungsaktivitäten, auch in solchen groß angelegten Ausfällen. Müssen die Unternehmen noch an ihren Notfallszenarien nachbessern generell? Gerade auch, wir haben ja das Thema oft schon diskutiert, Dominik, auch in anderen Zusammenhängen. Kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser, Operationen werden verschoben, Verkehrsmittel haben wir diskutiert, Logistik hat gelitten. Also es waren hier wirklich sensible Bereiche. Muss dann nachgebessert werden? Muss man einen Plan 2 in der Schublade haben, Ausfallsicherheit, um dort besser reagieren zu können? Ich meine, ich fand das auch sehr bezeichnend, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn der Rechner nicht läuft, wie erreiche ich denn dann meine Mitarbeiter? Ja? Wenn er überhaupt Bluescreen hat und nichts kann passieren, ja? Also es klingt ja sehr komplex und macht nicht unbedingt so sehr viel Mut, ja, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Ja, Mut, dass es nicht nochmal passieren kann, da gebe ich dir schon recht. Ich würde es auch nicht ausschließen wollen. Aber ich glaube, an den Szenarien muss aus meiner Perspektive nicht nachgebessert werden. Aber wo nachgebessert werden muss, ist an den Basics. Ja, weil wir sehen es auch hier wieder an diesem Beispiel. Es war jetzt keine highly sophisticated, monatelang ausbaldoverte Taktik und Cyberangriff, der hier zu diesem Ausfall geführt hat, sondern was ganz Simples. Und ich glaube, nicht die russischen Hacker oder die chinesischen Hackergruppen, die ja ständig zitiert waren, ja? Genau, und es war auch kein AI-basierter Quellcode, der irgendwie von einem Space Shuttle abgesetzt wurde, ja, sondern ja, ein einfacher Update-Fehler. Und ich glaube, das zeigt uns wieder mal, dass das Wichtigste ist, einen resilienten IT-Betrieb zu haben. Und das klingt jetzt vielleicht so Buzzword-mäßig, aber wirklich diese ganz grundlegenden IT-Best Practices, die stringent umzusetzen und in meiner gesamten IT-Infrastruktur auszurollen und mich dann an diesen Richtlinien auch daran zu halten und diese umzusetzen, das ist extrem viel wert. Und ich glaube, darauf sollte das Augenmerk liegen. Hier auch die letzten, ich würde behaupten, viele Unternehmen sind sicherlich in diesem Umfeld bei 80-90%, aber leider machen dann halt die restlichen 20, die kosten nochmal den Aufwand der vorherigen 80, aber die machen den Unterschied. Und darin muss der Aufwand investiert werden, dieses System wirklich extrem resilient zu machen, und dann bin ich schon mal gegen einen Großteil der Szenarien gewappnet. Resilienz kostet halt dann auch wirklich Geld und Ressourcen, ne? Also da muss man sich drüber klar sein, aber die Alternative haben wir jetzt sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Dominik, ich danke dir ganz herzlich. Ja, Lars, schießt du? Ja, nochmal gerade zu dem Punkt, was du gesagt hast. Im Grunde ist das ja auch, das sieht man ja immer so, die Menschen sind, wie sie sind. Ne? Es braucht halt so einen Vorfall, dass dann mal das eben investiert wird, halt auch, dass sowas nicht nochmal passiert. Und noch ein Gedanke nur, der mir gerade kam, ich habe von CrowdStrike vorher noch nie gehört, wird wahrscheinlich sehr vielen Menschen gehen, die jetzt überall von CrowdStrike lesen. Also es kommt mir ja schon fast so vor, dass es ein Wunder ist, dass das nicht schon früher in diesem Ausmaß passiert ist, weil ich würde vermuten, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr dieser Software, die so tief eingebunden ist eben in die Systeme, die aber ja halt unterm Radar niemand kennt. Und ich würde vermuten, da gibt es jetzt vielleicht so einiges zu tun bei auch bei Softwareanbietern, ne, die das, die halt dieses oder ähnliche Lösungen anbieten. Also wie gesagt, also dass solche Sachen noch nicht vorher passiert sind, ist vielleicht irgendwie die größte Überraschung, dass es so lange gedauert hat. Ja, in der Tat. Und ich glaube, hier ist schon auch ein gewisser Appell auch in Richtung Microsoft, sicherlich auch hier nochmal über das Design und den Aufbau ihrer Betriebssysteme nachzudenken, ob diese Kernel-Zugriffe für solche Security-Systeme in Gänze, egal welches das jetzt ist, überhaupt notwendig sind. Und wenn ja, wie man sie vielleicht anders kapseln kann, sodass dadurch keine Auswirkungen entstehen. Das ist ja überhaupt die Frage, wieso benötigt so ein IT-Security-System solche weitgehenden Rechte im Windows, in dem unterliegenden Kernel des Windows-Betriebssystems, das den dann zum Ausfall bringen kann. Und ich glaube, auch da kann sicherlich Microsoft nochmal nachschärfen, das zukünftig bei Design zu verhindern. Da deutet Microsoft ja in Richtung EU, die das ja auch mehr oder weniger
ja vorgeschrieben haben mit einem Urteil vor vielen, vielen Jahren, dass Kernelzugriffe da sein sollen. Aber das führt uns jetzt hier zu weit. Ich denke, es muss nachgebessert werden. Wir sind am Ende unserer 20 Minuten, 30 Minuten, 9 vor 9. Ich bedanke mich, Dominik. Wir reden immer dann, wenn was passiert ist. Ne? Das ist, vielleicht Ja, ja. müssen wir das mal ändern und auch zu normalen Zeiten solche Themen adressieren. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat was gebracht. Ihr habt ein paar Best Practices, ein paar Ideen mitgenommen. Lars, ich danke dir nach München und wünsche euch Dankeschön. beiden bei diesen heißen Temperaturen noch einen schönen Tag und kühlen Kopf. Bis denne. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.